Zwei Tage später hat Giorgio Fogliano endlich Jörn Träger ausfindig machen können. Er wollte sich von Max eine Terrasse aus Holz bauen lassen. Doch die Baustoffhandlung Goch hat ihm Billighölzer für den Preis von Edelholz verkauft. Max geht davon aus, dass Jörn Träger die betrügerischen Machenschaften des Baustoffhändlers bezeugen wird. Ja, also von uns beiden jetzt erstmal nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie jetzt die Zeit gefunden haben, herzukommen. Und zwar will ich gar nicht drum rumreden, es geht um die Firma Goch. Und da geht es ja um Betrügereien von vielleicht falsch deklarierten Hölzern. Haben Sie mir Ihre Unterlagen mitgebracht? Sie könnten ein wichtiger Zeuge sein. Klar habe ich Unterlagen. Einen Moment. Super, herzlichen Dank. Aber ehrlich gesagt, kapiere ich nicht, worum es hier geht. Hä? Was gibt's denn da nicht zu kapieren? Dieser Typ hat Ihnen Billigholz verkauft, anstatt ein Edelholz. Der hat Sie eiskalt über den Tisch gezogen. Er hat mich nicht verarscht. Schauen Sie, wenn Sie für minderwertige Ware viel zu viel Geld bezahlen, das ist doch ein glasklarer Betrug. Das war ein Fehler von einem Azubi. Und die haben mich persönlich bei mir mit sich gemeldet und haben sich entschuldigt. Und dann ist die Sache auch für mich gegessen. Wollen Sie mich jetzt verarschen hier, oder was? Das ist ja wohl nicht wahr. Da kann ich alles gar nicht glauben. Aber schauen Sie mal, er hat sogar 10% Rabatt auf seine Rechnung bekommen. Ja toll, 10% Rabatt. Das hat dieser Mistkerl von Goch doch richtig eingefädelt. Esther hat ihm mit Sicherheit verraten, dass wir ihm auf die Schliche gekommen sind. Da, hier, das Datum. Genau einen Tag, bevor ich mich mit Esther gestritten habe. Die ganze Sache ist doch gefaked. Und sie hat er gekauft. Der Herr Goch hat mich angerufen vor meiner Dienstreise und hat gesagt, dass ein Auszubildender ein Versehen passiert ist, dass er was falsch gemacht hat. Und ich meine, sowas passiert im Teil. Da bin ich jetzt nicht nachtragend und gehe der Sache nicht mehr hinterher. Jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn, wenn es wirklich ein Fehler von einem Azubi war? Also hat sich jetzt alles hier gegen mich verschworen? Ich weiß doch ganz genau Bescheid über diesen Betrug mit diesem Goch. Ich habe doch meine Frau in Ihnen belauscht. Ich bin doch kein Vollidiot. Das sagt doch auch gar keiner. Und glauben Sie mir, ich stehe ja 100% hinter Ihnen. Also. Aber es kann doch sein, dass Sie nur Wortfetzen mitbekommen haben, vielleicht den Anfang des Gesprächs nicht ganz mitbekommen haben, was falsch verstanden haben, das ist doch möglich. Also meine Ohren, die funktionieren wunderbar. Dieser Goch ist ein Betrüger und Sie haben das gefälligst zu bezeugen. Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Also. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Okay, alles danke Gute. Trotzdem, ja. Irgendwie muss man diesem Verbrecher doch mal seine Schweinereien nachweisen können. Was passiert, wenn der Anwalt jetzt auch nichts findet? Also meine Ehe und meine Familie sind eh schon in den Bach runtergegangen. Ich könnte diesem Schwein echt den Hals umdrehen. Ich werde noch bekloppt bei der ganzen Nummer. Esther Becher beschuldigt ihren Mann Max der Körperverletzung und verhindert immer wieder, dass er seine Kinder sehen kann. Heute wartet Max wieder einmal mit seiner Schwester auf Piet und Clara. Doch auch diesmal gönnt Esther ihrem Mann keine Sekunde mit dem Kleinen. Der 36-Jährige ist am Boden zerstört. Auch Giorgio Fogliano kann ihn nicht aufheitern. Denn seine Assistentin, die undercover bei Felix Goch arbeitet, hat noch keine Anzeichen eines Betruges finden können. Entweder er hat wirklich die Beweise fortgeschafft, so wie Sie vermutet haben. Oder aber er hält jetzt im Moment einfach nur die Füße still, weil er weiß, wir sind ihm auf den Fersen. Oder die ganze Sache ist einfach nur ein großer Irrtum. Ich hab Ihnen doch direkt gesagt, der schafft die Beweise alle an der Seite. Ja, aber schauen Sie, meine Assistentin bleibt ja am Ball. Der wird ja nicht sämtliche Unterlagen verschwinden lassen, auch aus der Vergangenheit. Die wird noch irgendwas finden, da bin ich mir sicher. Parallel habe ich allerdings den Herrn Goch mal durchleuchtet. In seiner Vergangenheit gar nichts. Kein Ermittlungsverfahren gegen ihn. Kein Strafverfahren, nichts. Absolut weiße Weste. Ja und? Das bedeutet doch überhaupt nichts. Dieser Goch ist ganz einfach ein mieser Betrüger. Es wird Zeit, dass wir diesen blöden Arsch endlich mal dingfest machen. Der hat sogar Esther so weit getrieben, dass sie ihm alles glaubt. Der hat meine Ehe zerstört und meine Familie mir genommen. Der Typ, der gehört in den Knast, der kommt auf eine Gefängnisinsel. Keine Ahnung, was sie mit dem machen. Ja. Das ist der Wahnsinn. Der macht mir mein ganzes Leben kaputt. Polizei! Ja, Sie lassen uns mal durch. Schönen guten Tag, Herr Becher. Guten Tag. Ihre Frau hat uns gesagt, dass wir Sie hier finden. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt hetzt sie mir schon die Polizei auf den Hals, nur weil ich meine Kinder sehen will. Herr Becher, nicht weil Sie Ihre Kinder besuchen. Wir haben Haftbefehl gegen Sie und Sie gehen mit in Untersuchungshaft. Wie bitte? Ja. Ja, was gegen Ihnen? Haftbefehl? Ja. Ich habe mich wohl verhört. Deswegen wird ermittelt? Ich gebe Ihrem Anwalt den Haftbefehl gleich. Gerne, natürlich. Der versteht es vielleicht besser. Hä? Was? Nicht der dringende Tatverdacht der Brandstiftung, schwere Brandstiftung. Man hat Sie beobachtet, wie Sie die Baustoffhandlung des Chefs Ihrer Frau in Brand gesetzt haben. Was? Die ja. Baustoffhandlung in Brand gesetzt? Ich? Ja. Ich war noch niemals in der Nähe. Nee, Herr Becher, wieder nicht. Na klar. Natürlich. Es ist immer so, wenn man Ihnen was vorwirft, dass Sie nicht da gewesen sind. Nein, wirklich. Aber wir haben wieder einen Zeugen. Wir haben den dringenden Tatverdacht. Wir haben den Haftgrund der Fluchtgefahr, weil Ihr Wohnsitz momentan
als sehr, sehr leicht lösbar angesehen werden kann. Und Ihnen brauche ich das nicht erklären. Schwere Brandstiftung, ein Seriendelikt, also haben wir die Wiederholungsgefahr. Und Sie kommen jetzt bitte mit. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Das können Sie doch jetzt nicht machen. Doch, können wir, haben wir ja gerade erklärt, oder? Sagen Sie doch mal irgendwas. Ja, tun Sie mir einen Gefallen, seien Sie bitte jetzt im Moment erstmal kooperativ. Äußern Sie sich bitte nicht zur Sache. Guter Tipp, ich würde Sie jetzt ungern gefesselt hier rausbringen. Das heißt, Sie gehen einfach mit. Ich hab doch. Nimmst du ihn schon mal? Ich hole mir die Akte und erst wenn ich die Fakten kenne, äußern Sie sich. Die besprechen es, ich komme auf jeden Fall vorbei. Hat er hier irgendwo eine Jacke, die er noch einpacken muss? Ja, Sie gehen. Sachbeschädigung, Körperverletzung, Einbruch, jetzt sogar Brandstiftung und Untersuchungshaft? Langsam wird es für meinen Mandanten wirklich brenzlig. Ich meine, den Einbruch, da werden wir wohl nicht diskutieren können. Aber alles andere? Ich bin fest davon überzeugt, irgendjemand spielt ihm ganz übel mit. Ich muss jetzt unbedingt Beweise besorgen, dass da im Baustoffhandel Betrügereien abgelaufen sind. Sonst werde ich ihn ja nicht rausboxen können. Max ist nach seiner Verhaftung sofort in U-Haft gekommen. Er hat kein Alibi für die Tatzeit und Felix Koch und ein Mitarbeiter wollen ihn am Tatort gesehen haben. Der 36-Jährige ist mit den Nerven völlig am Ende. Während der ersten Verhandlung ging er sogar auf den Staatsanwalt los. Daraufhin hat der Richter ein Gutachten angeordnet. Also folgende Situation. Ich habe Akten endlich genommen und habe mir die Akten mal angeguckt. Im Moment sieht es erstmal nicht gut aus, ich bin da ganz ehrlich mit Ihnen. Ich habe mit dem Richter auch schon gesprochen. Dieser Beschluss über das Gutachten, der ist jetzt in der Welt. Den werden wir auch so schnell nicht wegkriegen. Das heißt, so wie es aussieht, müssen Sie sich begutachten lassen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Sie müssen hier einfach noch Geduld haben. Tun Sie mir bitte den Gefallen. Spielen Sie da mit und seien Sie kooperativ. Auf gar keinen Fall. Lassen wir doch nicht von so einem Seelenkleppner das sagen, ob ich noch sauber ticke. Ja, schauen Sie, das Gutachten ist dafür da, um zu entscheiden, ob Sie schuldfähig sind oder ob Sie schuldunfähig sind. Und wenn Sie da kooperativ sind, glauben Sie mir, der Richter wird das in einem späteren Verfahren auf jeden Fall für uns werten. Ja, mein Gott, Sie haben gut reden. Ich sitze seit 4 Wochen hier in diesem Knast rum. Wissen Sie eigentlich, wie ich mich dabei fühle? Und zu Hause, meine Schreinerei geht auch im Bach runter, weil ich dann nicht weiterarbeiten kann. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, kein Mensch glaubt mir. Da würden Sie doch auch austicken, oder nicht? Ich glaube Ihnen und ich verstehe vollkommen, wie Sie sich fühlen. Wirklich, glauben Sie mir das. Aber der Richter hat dieses Gutachten noch angeordnet, weil Sie in seinem Saal ausgerastet sind. Das heißt, wir werden jetzt nicht drum rumkommen. Richter? Der Richter, der Koch, meine Frau, die hängen noch unter einer Decke. Haben Sie denn nicht gesehen, wie der Richter die ganze Zeit meine Frau angeguckt hat? Der ist doch gekauft, der Typ. Herr Becher, bitte. Ich verstehe, dass dieser Beschluss über das Gutachten vielleicht ein bisschen überzogen ist. Ich habe jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, auch nicht verstanden, warum das jetzt unbedingt sein muss. Aber jetzt zu unterstellen, dass der Richter mit ihrer Frau unter einer Decke steckt oder gar gekauft ist, das führt doch jetzt ein bisschen zu weit. Schauen Sie, lassen Sie sich begutachten. Ich bin wirklich der festen Überzeugung, Sie werden ja als schuldfähig sein. Und dann können wir das ganz andere Verfahren auch nochmal aufbringen. Dann können wir nämlich darüber reden, was gewesen ist mit den Betrügereien. Dann können wir auch mal schauen, was mit diesem Verfahren gewesen ist, dass Sie da angeblich Ihre Frau verletzt haben sollen. Das wird der Richter, wenn schwarz auf weiß steht, dass Sie normal sind, das wird er auf jeden Fall in einem ganz anderen Licht dann betrachten. Ganz ehrlich, ich habe da nicht wirklich ein gutes Gefühl bei der Sache. Herr Becher, vertrauen Sie mir. Ich arbeite daran. Wirklich. Tag und Nacht. Ich drehe an allen Rädchen. Wir werden bestimmt was rausfinden. Da bin ich mir ganz sicher. Aber tun Sie mir bitte den Gefallen. Überdenken Sie sich die Sache nochmal. Vertrauen Sie mir bitte. Ich kann wirklich nur dafür werben. Okay, ich werde mich wieder ins Büro setzen, an die Arbeit machen. Gut. Sie nutzen Sie die Zeit und denken Sie wirklich nach, was Sie machen wollen. Gut, ich vertraue Ihnen da in der ganzen Sache voll und ganz. Und lass mir wirklich nochmal durch den Kopf gehen. Alles klar. Okay, vielen Dank vorher. Alles Gute. Tschüss, Herr Papiano. Max hat ein psychologisches Gutachten verweigert. Daher hat ein vom Gericht gestellter Psychologe eine Einschätzung nach Aktenlage gemacht. Mit verhängnisvollen Folgen. Der Gutachter schätzt ihn als paranoid und schuldunfähig ein. Max wird in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Vorher aber will er auf jeden Fall noch einmal seine Kinder sehen. Hallo, guten Tag. Was machen Sie denn hier? Max, ich dachte, du bist schon längst weg. Ja, das hättest du wohl gerne. Die Polizisten haben ihm erlaubt, dass er kurz vor dem Aufenthalt in der Klinik sich ganz kurz von seinen Kindern verabschieden kann. Auf gar keinen Fall. Entschuldigen Sie, Sie wissen doch genau, wie sehr an seinen Kindern hängt. Geben Sie ihm doch kurz die Möglichkeit. Das ist mir vollkommen egal, nur über meine Leiche. Das wäre doch nur ein Moment. Haben Sie noch ein bisschen Verständnis wenigstens für ihn? Verständnis? Ja, bitte, dürfen wir Papa sehen. Bitte, okay. Nur ganz kurz. Aber nur ganz kurz. Hey, ihr kleinen Racker. Gut seht ihr aus, wie geht's euch? Gut, was macht die Reisetasche? Fährst du weg? Ja, also ich muss leider in Urlaub fahren. Können wir nicht mitkommen? Nee, Kleiner, das geht leider nicht. Ich bin wirklich längere Zeit weg und da kann ich keinen von euch mitnehmen. Schreibst du uns dann? Natürlich schreibe ich euch. So, Kinder, es reicht jetzt, es reicht. Komm wieder rein. Denkt dran, ich hab euch echt lieb. Wir müssen los. Verschwinde hier. Mir hat's gerade echt total das Herz zerrissen. Piet und Clara haben mit Sicherheit sofort gemerkt, dass ich die angelogen habe. Wenn die rausbekommen,
wo ich hin muss, da wollen die beiden mit Sicherheit überhaupt nichts mehr mit mir zu tun haben. Rechtsanwalt Giorgio Fogliano hat sofort Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt, um seinen Mandanten so schnell wie möglich aus der Psychiatrie zu holen. Seine Assistentin hält derweil in der Baustoffhandlung weiter Augen und Ohren offen. Und tatsächlich macht sie eine brisante Entdeckung. Wow. Tut mir leid, ich habe komische Geräusche gehört und wollte mal, Frau Pfeiffer, ich bin wieder weg. Frau Pfeiffer, das dürfen Sie nicht verstehen Sie das bitte nicht falsch. Die Esther und ich, wir lieben uns. Die lässt sich jetzt auch von ihrem Mann scheiden. Bitte verstehen Sie das nicht falsch. Das Privatleben, das geht mich gar nichts an. Das heißt? Ich schweige, machen Sie sich keine Sorgen. Wunderbar. Ja. Es ist ja schwarz auf weiß, dass Sie beide eine Affäre haben. Das wird mein Chef dringend interessieren. Ich werde Ihnen sofort Bescheid sagen. Giorgio Fogliano hat von Anfang an vermutet, dass Esther ein Verhältnis mit ihrem Vorgesetzten Felix Koch hat. Er besucht Max in der psychiatrischen Klinik, um ihn mit den Neuigkeiten zu konfrontieren. Der Jurist will an der Reaktion seines Mandanten sehen, ob er wirklich nichts davon wusste. Er will sicher sein, dass Max unschuldig ist. Also ich habe eine Nachricht für Sie, die Sie jetzt auch nicht erfreuen wird. Ich habe wirklich auf dem Weg hierher schon überlegt, wie ich es Ihnen am besten sage. Deswegen sage ich es einfach frei heraus. Also Ihre Frau und Ihr Chef, die haben tatsächlich eine Affäre miteinander. So wie Sie vermutet haben. Meine Assistentin hat die beiden in der Firma in Flagranti erwischt. Das gibt gar keinen Zweifel. Ich hab's gewusst. Ich schwöre. Ich bring diesen verdammten Kerl um. Der ist ja schließlich schuld, dass ich den ganzen Tag hier rumvegetiere. Die haben mich schön eiskalt aus dem Weg geräumt. Naja, die andere Theorie wäre natürlich, Sie haben es rausgefunden und haben dann Ihre Frau verkloppt. Das ist mir eigentlich jetzt relativ scheißegal, was Sie hier davon denken. Das ist wurscht, das interessiert mich überhaupt gar nicht mehr. Die haben doch ihr Ziel erreicht. Die haben mich ruckzuck aus dem Verkehr gezogen. Herr Becher, beruhigen Sie sich bitte. Ich will doch nur rausfinden, was wirklich passiert ist und ich will wissen, ob Sie mir die Wahrheit sagen. Und was Sie mir sagen, glaube ich Ihnen natürlich auch. Ich habe doch nichts davon gewusst, dass Esther und dieser Vollarsch eine Affäre hatten. Erst nachdem sie mich rausgeschmissen hat und mir auch noch die Kinder wegnehmen wollte. Da kamen mir so langsam mal die ersten Zweifel. Ja, aber all das, was Sie sagen und was Sie denen unterstellen, das müssen die auch beweisen. Ach ja? Wie sollen wir das denn beweisen? Ich habe Ihnen doch gesagt, die haben da ein Komplott gegen mich geschmiedet. Ich muss hier raus aus dem Saftladen. Um Himmels Willen, beruhigen Sie sich. Setzen Sie sich bitte wieder hin. Ich kann mich hier nicht beruhigen. Sie müssen jetzt wirklich coolen Kopf bewahren. Das bringt doch nichts, wenn Sie sich jetzt hier aufregen und ausrasten und noch mehr Mist passiert. Ich sitze den ganzen Tag untätig hier rum und kann überhaupt nichts dran tun. Ich weiß das, aber meine Assistentin ist ja nach wie vor in der Firma. Die wird bestimmt noch ein paar Sachen rausfinden. Also es ist echt was komplett anderes, ob man vermutet, dass die Frau einen irgendwo betrügt oder ob man es dann wirklich im Endeffekt weiß. Und ich habe Esther wirklich 10 Jahre lang wirklich auf Händen getragen. Und jetzt zerstört die einfach so mein Leben. Also irgendwo zweifelt man da im Endeffekt komplett an sich selbst. Nachdem Max von Esthers Affäre erfahren hat, glaubt er immer mehr an eine bösartige Intrige von Felix Koch und seiner Frau. Der 36-Jährige kann seine Wut kaum im Zaum halten. Noch am selben Abend nutzt er einen unbeobachteten Moment zur Flucht aus der Klinik. Er ist wild entschlossen, Esther sofort zur Rede zu stellen. Was willst du hier? Ja, da guckst du blöd, wa? Was soll das? Ich will jetzt endlich die Wahrheit wissen. Was läuft da zwischen dir und diesem blöden Koch? Wegen dem Arsch hast du mich doch in die Klapse geschickt. Los! Du bist doch völlig verrückt. Und genau da gehörst du auch hin in die Klapse. Geh sofort wieder zurück oder ich hier die Bullen. Ja und, hol sie doch. Ist mir doch scheißegal. Ey, mach sofort die Tür auf, du blöde Scheiße. Max weiß einfach nicht mehr weiter. Er rechnet jeden Moment mit den Polizeibeamten und bittet seinen Anwalt um Hilfe. Langsam reicht's, oder? Ach, da ist er ja schon. Hallo. Komm mal her, Herr Becher. Abmarsch. Hallo? Was soll denn der Scheiß? Warten. Da brauchen wir doch wohl jetzt nicht, oder? Wenn ich hätte abhauen wollen, wäre ich schon lange weg. Ja, Sie sind ja weg. Oder sind Sie in der Klinik? Nee, sind Sie nicht. Nee, bin ich nicht. Aber ich habe doch bestimmt noch irgendwelche Rechte, oder nicht? Ich habe meinen Anwalt angerufen. Der wird jetzt gleich kommen. Wunderbar. Na, vielleicht treffen wir ihn ja noch. Ja, dann hoffe ich. Vorher mache ich keinen Schritt weg hier. Doch. Machen Sie, wir laufen jetzt langsam los. Nee, ich möchte gerne auf den Anwalt warten. Ja, vielleicht sehen wir ihn ja auf der Treppe noch. Abmarsch jetzt. Mein Gott, was hab ich denn Schlimmes gemacht? Ist überhaupt nichts passiert. Ja. Hallo. Ach, Gottes Willen, da sind Sie ja. Herr Becher, schneller ging's nicht. Da kann ich ganz kurz mit meinem Mandanten reden. Er wird danach kooperativ sein, versprochen. Eine Minute. Okay. Machen Sie. Alle gut. Mach da.
Was soll das Theater denn jetzt schon wieder? Ja, tut mir leid, ich mache irgendwas. Ich habe keinen Bock mehr in diese Scheißklapse. Becher, was macht denn das für einen Eindruck? Sie hauen ab aus der Klinik und rennen sofort zu derjenigen, die in die Anzeige eingebrochen hat, wegen Körperverletzung. Das war eine Kurzschlussreaktion. Entschuldigung, ich wusste mir nicht anders zu helfen. Sie sind jetzt bitte kooperativ und kehren zurück in die Klinik. Ich sorge dafür, dass Sie da schneller wieder rauskommen. Oh Mann, kriegen Sie das irgendwie hin? Ich mach, was ich kann. Ich bin mir sicher, ich krieg das hin, okay? Ach, bitte. Seien Sie jetzt kooperativ. Ich hab doch keinen Bock damit. Danke, ja. So. Alle gut jetzt? Ja, können wir jetzt ist in Ruhe okay. Laufen? Wunderbar. Ich bin ganz Abmarsch. Max bleibt nichts anderes übrig, als tatenlos in der psychiatrischen Klinik auszuharren. Giorgio Foglianos Assistentin dagegen sucht in jeder freien Minute nach weiteren Hinweisen für Felix Gochs Betrügereien. Sie wagt sich sogar in das Büro ihres angeblichen Chefs. Na, hallo, was machen Sie in meinem Büro? Sie mich aber erschreckt. Ich suche nach Papier mit dem Firmenlogo drauf. Ja. Hier, bitte. Das nächste Mal gehen Sie ins Lager. Sie haben in meinem Büro nichts zu suchen. Tut mir leid. Danke. Boah, war das knapp. Mir ist was mein Herz in die Hose gerutscht. Aber immerhin habe ich jetzt die Vereinszeitschrift. Da wird mein Chef Augen machen, wenn er sieht, dass der Gutachter und der Richter Franken und der Koch alle in einem Tennisclub sind. Mal sehen, was dabei rauskommt. Giorgio Foglianos Mandant Max Becher wurde Opfer einer Intrige. Dass sich die Widersacher seines Mandanten seit Jahren aus dem Tennisclub kennen, ist für den Juristen kein Zufall mehr. Sofort hat er einen Privatdetektiv auf den Richter und den Gutachter angesetzt. Und nur wenige Tage später konfrontiert er die Herren mit seinen brandheißen Informationen. Hallöchen, die Herren. Ach, Herr Foliano. Na, das ist ja mal ein netter Zufall. Ja. Wollen Sie jetzt auch zukünftig hier Tennis spielen, Herr Foliano? Oh, eigentlich spiele ich keinen Tennis, aber ich habe gehört, man kann hier ganz gute Geschäfte nebenbei machen. Vielleicht sollte ich mal in den Verein hier eintreten. Wie meinen Sie denn das? Na, das ist doch ein netter Neuwagen, ist doch Ihrer, oder? Ja, und? So wie ich gehört habe, haben Sie sich den tatsächlich 3 Tage nach dem Prozess gegen meinen Mandanten, Herrn Becher, gekauft. Kann das sein? Was wollen Sie denn jetzt damit andeuten? Ich will damit andeuten, dass da noch ein bisschen mehr passiert ist. 10.000 Euro Bareinzahlungen sind auf Ihrem Konto eingegangen, das habe ich auch gehört. Auch kurz nach dem Prozess. Woher wollen Sie denn bitte schön wissen, was auf meinem Konto passiert? Also glauben Sie mir, ich habe meine Quellen. Und meine Quellen haben mir berichtet, dass Sie ein Gefälligkeitsgutachten gemacht haben für Ihren Freund Felix Goch. Und der Richter, Ihr städter Freund, hat Sie extra bestellt als Gutachter, damit das alles schön passt. Kann das sein? Das ist eine unverschämte Frechheit, Herr Rechtsanwalt. Sie wissen schon, dass Sie eine solche Behauptung auch beweisen müssen. Und Sie können sich vorstellen, dass ich es beweisen kann. Oh. Es gibt nur einen einzigen Menschen auf der Welt, der die Geschichte so schön umfassend erzählen kann. Denken Sie mal nach, wer das sein könnte. Felix hat Ihnen das gesagt? Also, ich weiß von nichts. Ach, Sie wissen von nichts? Gut, rufen wir Ihren Freund Felix doch mal einfach an. Mal gucken, was er mir erzählt. Okay, okay. Und was wollen Sie jetzt von uns? Ist doch wohl klar, was ich will, oder? Ich will umfassendes Geständnis von Ihnen haben. Mein Mandant muss noch heute aus der Klinik entlassen werden, das ist ja wohl klar. Für die Presse wäre das ein gefundenes Fressen. Das brauche ich Ihnen ja wohl nicht sagen. Okay, einverstanden. Aber dann lassen Sie uns das bitte gleich hinter die Bühne bringen, damit das hier vorbei ist. Ist ja klar, ist ja auch in meinem Interesse. Nach den umfassenden Geständnissen des Gutachters und des Richters hat Giorgio Foliano einen Antrag auf Max sofortige Entlassung aus der Psychiatrie gestellt. Der Jurist, sein Mandant und 2 Polizeibeamte fahren umgehend zur Baustofffirma von Felix Goch. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Goch? Ja. Schön, dass ich Sie antreffe. Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss vom Amtsgericht. Sie sind beschuldigt einer Straftat. In diesem Zusammenhang weisen Sie auch auf Ihr Aussageverweigerungsrecht hin. Hier ist der Beschluss, doch, lesen Sie sich ihn durch. Vollkommen Quatsch, Sie können hier doch nicht einfach reinlatschen und irgendwie... Darf ich mal fragen, was Sie hier machen? Was soll das hier? Oh, was macht der Irre hier? Was hat denn das alles hier zu bedeuten? Ja, der Irre durfte durch Gerichtsbeschluss auf der die Klinik verlassen. Wieso? Wie kommt denn das? Na, Ihr Tennisfreund, der Herr Simonite, der hat gesungen. Der hat gesagt, dass Sie ihn bestochen haben, damit er in die Klinik eingeliefert wird. Passen Sie mal auf, die Polizei wird jetzt mit Ihren Kollegen erstmal alles hier absuchen. Und zwar auch Ihre Privaträume, die Geschäftsräume und dann werden wir schon beweisen. Darf ich mal fragen, was Sie da machen? Würden Sie bitte die Griffel von meinen Akten lassen? Die Männer machen nur ihre Arbeit. Glauben Sie mir, das ist hier alles schön, mit rechtsstaatlichen Mitteln wird es abgehen. Gar kein Problem. Im Gegensatz zum Verfahren bei meinem Mandanten. Sie erinnern sich, das war ein Komplott von A bis Z, das war abgekatert. Genau so sieht's aus. Und du hast von allem gewusst und hast das ganze Spiel auch noch mitgemacht. Ich war schon lange nicht mehr glücklich mit dir. Du hast dich überhaupt nicht für mich interessiert. Für dich zählt nur die Kinder und deine Arbeit. Mann, ich hab mich so gelangweilt. Wie wär's denn gewesen, wenn du mit mir gesprochen hättest? Worüber? Wir haben uns überhaupt nichts mehr zu sagen. Esther, und bitte, du sei jetzt mal still, echt. Sei still. Ich will, dass du das alles hört, ja? Pass auf.
Ich habe mich nur nicht von ihr scheiden lassen, weil Felix noch verheiratet ist. Und ich wollte keine Rabenmutter sein. Weil ihnen langweilig war und sie in ihrer Ehe unglücklich waren, haben sie das ganze Theater veranstaltet, sich selber verletzt, die Autos zerkratzt und kaputt gemacht, ja. Einen Brand gelegt, ja, in meiner Klinik. Ja. Wie sonst hätte ich ihn loswerden sollen? Komm, das ist sogar unter ihrem Niveau, ganz ehrlich. Auf Wiedersehen. Also da lebt man jahrelang neben einem Menschen, von dem man wirklich glaubt, dass er einen liebt. Und stellt sich jetzt alles als totale Lüge heraus. Und die lässt mich doch tatsächlich lieber in der Psychiatrie verrotten, anstatt zuzugeben, dass sie eine Ehebrecherin ist. Das ist der Hammer. Ich kann es doch überhaupt nicht glauben. Max ist wieder in seine alte Wohnung gezogen. Seine Frau hat sich auf Anraten ihres Anwalts eine neue Bleibe gesucht. Außerdem hat Esther sich damit einverstanden erklärt, dass Max sich ab sofort um die gemeinsamen Kinder kümmert. Der Familienvater freut sich riesig, Pete und Clara heute endlich wieder in die Arme zu schließen. Na, ihr zwei. Denn schön, dass ihr wieder da seid. Ich hab euch so vermisst. Mamas Neuer war voll blöd zu uns. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber jetzt seid ihr wieder da. Ich gebe euch nie wieder ab. Dürfen wir bei dir bleiben, Papa? Ja, natürlich dürft ihr jetzt bei mir bleiben. Ab heute sind wir wieder eine große Familie. Ich hab noch was für dich. Wie, du hast noch was für mich? Tja, da werde ich wohl wieder ganz von vorne anfangen müssen. Und gut, meine Schreinerei ist natürlich auch ein Bach runtergegangen über die ganze Tour. Aber gut, so ein Neuanfang, der hat ja auch schon mal was Gutes. Einfach mal alles hinter sich lassen. Und jetzt sind die Kinder ja auch wieder bei mir und da kann überhaupt gar nichts mehr schief gehen. Das Beste, was mir passieren konnte. Was hast du denn da Feines? Was ist das denn hier, Schönes? Für dich. Ah, der Hammer. Du bist der beste Papa der Welt. Den haben wir extra für dich besorgt. Leute, klasse. Oh Mann, danke. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Aber der Hammer. Das ist aber tolles. Ein toller Luftballon. Hammer, der kriegt einen Ehrenplatz hier bei uns in der Bude. Den lassen wir jetzt mal fliegen. Und jetzt, Achtung, jetzt geht's richtig rund. Einmal Kissenschlag. Max wird von allen Anschuldigungen freigesprochen. Wegen des versuchten Einbruchdiebstahls müssen er und Sandra jedoch 2000 Euro Geldstrafe zahlen. Esther und Felix Goch werden wegen schwerer Brandstiftung, Betruges in mehreren Fällen und falscher Verdächtigung zu einer 6-jährigen Haftstrafe verurteilt. Max' Albtraum hat endlich ein Ende.